Ich begrüße Luzi Wilke und Barbara Mundel von den Münchner Kammerspielen, die ja bereits in der Moderation vorgestellt wurden. Und meine erste Frage richtet sich an Barbara Mundel. Sie übernehmen ab dieser Spielzeit die Intendanz der Münchner Kammerspiele und sind mit einem ambitionierten Ziel an den Start gegangen: die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen. Sie fangen nicht, wie die meisten anderen Spielstätten, nur damit an, einem inklusiven Publikum bzw. einem diversen Publikum das Theater zu eröffnen, sondern Sie wollen eine breite Palette an Teilhabe auch in der künstlerischen Arbeit anbieten. Also neben der Aufnahme von insgesamt 6 Schauspielerinnen mit einer geistigen bzw. körperlichen Beeinträchtigung in das Ensemble sind noch andere, wie ich finde, für ein städtisches Theater bisher kaum vorstellbare Vorhaben geplant. Erzählen Sie uns doch mal genauer darüber, was geplant ist. Genau, Sie haben es gesagt, wir sind ganz, ganz am Anfang und haben uns aber natürlich schon viel mit dem Thema, damit fängt schon an, Inklusion, ist das überhaupt das richtige Wort, ja oder nein, wollen wir das weiterverwenden, ja oder nein, auseinandergesetzt und sind aber am Anfang. Und das finde ich auch wichtig zu sagen, das ist ein Prozess, von dem wir wissen, der wird uns, wir haben jetzt mal eine Perspektive von 5 Jahren und in dieser versuchen wir zu denken. Ganz eng zum Team gehörte von Anfang an Nele Jahnke, die in den letzten Jahren am Theater, das Theater Hora mitverantwortet, mitgeleitet hat und die uns sozusagen, ich nenne das jetzt mal positiv vor sich, mich positiv vor sich her treibt sozusagen, das Thema eines inklusiven Stadttheaters wirklich auch zu Ende zu denken oder sagen wir mal so weit wie möglich nach vorne zu denken. Und dazu gehören nicht nur Produktionen, dazu gehört das, wobei das Thema Teilhabe betrifft jetzt nicht nur betrifft Menschen ohne Behinderung an den künstlerischen Prozessen, ein Ensemble. Wie geht das überhaupt? Wie haben Schauspielerinnen Möglichkeiten einer anderen künstlerischen Mitbestimmung und so weiter? Da sind wir aber, wie gesagt, am Anfang auch Corona-bedingt gab es bis jetzt eine einzige, da war Luzi dann auch dabei, einen einzigen gemeinsamen Workshop zum Thema Feedback-Kultur. Jetzt sind alle in Proben. Aber wir sind da sozusagen aufgerufen oder rufen uns gegenseitig auf dazu, dieses Thema wirklich grundsätzlich anzugehen und merken natürlich dann auch bei der Umsetzung auch im Haus, wo überall die üblichen Barrieren sind, die jeder kennt. Bin jetzt umgezogen aus dem alten Intendanzbüro weiter nach vorne, weil da hinten sind 3 Stufen, die werden wir so schnell nicht überwinden können. Da kann man auch keine, das ist sehr komplizierter, bauliche Veränderungen, das fängt ja bei so kleinen Sachen an, Ruheräume für Luzi und für Erwin Aljukic, für Luzi Wilke und also Behindertenparkplätze hier in der Innenstadt, ganz kompliziert, die ersten beiden auf der Maximilianstraße, also es fängt so mit solchen Sachen an, aber es geht natürlich dann auch um die Frage, Dramaturgen ins Team zu holen, Autorinnen mit Behinderung, mit geistiger Behinderung, also so auf allen Ebenen das Thema durchzudenken und durchzuspielen und auch zu handeln. Das ist ein, dafür gibt es so eine Art 3-Jahresplan erstmal und an dem versuchen wir uns jetzt abzuarbeiten. Wir sind so ein bisschen zurückgeworfen durch Corona, weil die Kollegen vom, die Schauspielerinnen auch vom, weil alle natürlich auf sich achten müssen, nicht so einfach ist, überhaupt ins Probieren zu kommen. Wir haben Projekte jetzt schon ins Digitale verschoben, was ich doof finde, aber sozusagen es rattert so ein bisschen, klappert so ein bisschen am Anfang jetzt mit manchen Sachen, aber wir sind dran, so. Aber was ist da konkret geplant? Das haben Sie ja auch in Ihrer Pressemitteilung veröffentlicht, wen Sie damit ins Boot holen wollen, was konkret geplant ist, zum Beispiel mit Julia Häusermann von Theater Hora. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr diese einzelnen Schritte oder Planungsvorhaben vorstellen.
Also auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass die Kolleginnen mit körperlicher und geistiger Behinderung, dass die sozusagen ganz normal in Anführungsstrichen ins Ensemble eingebunden sind. Also Luzi fängt dann irgendwann an, hoffentlich können wir ihr Solo zeigen und sie fängt dann an, in einer großen Ensembleproduktion mitzuspielen und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen das eine. Und das andere, also Nele Jahnke macht jetzt ein Projekt, einer unserer Eröffnungsprojekte mit Julia Häusermann vom Theater Hora. Ich bin's, Frank. Das ist sozusagen eines unserer Eröffnungsproduktionen und es beginnt aber auch, dass sich die Kollegen in quasi selbstverständlich, Erwin Aljukic ist jetzt gleich bei Touch dabei, der Eröffnungsproduktion von Falk, das finde ich sozusagen so ein bisschen wie die Grundlage, eine Selbstverständlichkeit und das Lernen, auch miteinander umzugehen, zu verstehen. Wir hoffen sehr, dass es auch uns gelingt, eine in der Dramaturgie zu uns zu holen, die im Rollstuhl sitzt und so, also so auf verschiedensten Ebenen das zu betreiben. Und dann gibt es was ich genannt habe, den Dreijahresplan, dass wir uns auch mit Künstlern auch im Internationalen vernetzen wollen, mit Warschau, mit Sascha Asentic zum Beispiel. Wir versuchen sowohl auf der Ebene von Gastspielen in so einem ersten Schritt fertige Produktionen zu zeigen, dann aber auch in Produktionsprozesse einzusteigen. Und dann in Neles nächstes Projekt soll Autorinnen involvieren mit Behinderung, also so auf verschiedensten Ebenen das Thema durch, aber nicht nur beschränkt auf Nele, sondern natürlich arbeiten wir daran, dass das auch ein Thema wird für alle anderen Regisseure. Aber das ist ein Prozess, so würde ich das sagen. Da gibt es auch Berührungsängste, da gibt es Themen, etwas falsch zu machen. Aber ich glaube, wir sind da so mit Hilfe von Nele auch beharrlich unterwegs und versuchen da die Barrieren im weitesten Sinne abzubauen. Daran möchte ich noch mal eine Frage anschließen. In der Pressemitteilung zum Programm der Münchner Kammerspiele sagen Sie auch, dass Ihr Vorhaben so eine Art Forschung werden soll, weil ja es existieren ja auch nicht so viele Erfahrungen darüber, wie es ist, Menschen mit Behinderung in städtischen Theatern, an städtischen Theatern teilhaben zu lassen in jeglicher Form. Sie schreiben dann, oder es wird geschrieben, gesucht wird ein Tempo, eine Sprache, die auch die mitnimmt, deren Körper andere Ruhepausen brauchen, deren Wörter vielfältigen Logiken folgen. Gesucht werden Strukturen, in denen Kolleginnen mit Behinderung ungehindert ihren künstlerischen Ideen realisieren können. Woher kommt bei Ihnen diese Neugier, die andere Intendantin bezogen auf das Thema Inklusion nicht so an den Tag legen? Haben Sie schon in Ihrer letzten Intendanz in Freiburg damit Erfahrung gesammelt oder was ist so der Anlass gewesen? Also ich habe mich das dann auch gefragt. Also natürlich das Nachdenken darüber, dass ich setze mich ja schon sehr lange mit der Frage auseinander, was müssen die Stadttheater tun, damit dieses großartige Medium Theater von mehr Menschen angstfrei betreten werden kann. Das betrifft ja nicht Menschen, es betrifft die soziale Frage, betrifft ganz viele Themen. Und das ist so ein Thema von mir seit meiner ersten Intendanz, seit Luzern eigentlich, wie geht das? Und natürlich habe ich irgendwann auch diese Lücken bei uns selber festgestellt. Das ist das Thema, und dann habe ich aber gemerkt, ich hatte damit schon künstlerisch ganz viel, durch Christoph Schlingensief ganz viel Berührung mit einer hohen, großen Selbstverständlichkeit. Ich glaube, ich habe 6 oder 8 Produktionen mit Christoph Schlingensief damals in Berlin gemacht und das war irgendwie das war so ein selbstverständliches, sehr durchmischtes Ensemble. Deswegen hatte das für mich so eine große Selbstverständlichkeit. Und
das fiel mir dann irgendwann auf und ein und ich dachte, das ist aber ein blinder Fleck in meiner eigenen Arbeitsbiografie als Intendantin. Und im Nachdenken über Stadttheater und wo geht die Reise hin, finde ich das eine unglaublich kreative und produktive, das, was in diesem kleinen Text da, den Sie gerade zitiert haben, auch deutlich wird, das ist für uns alle eine große Bereicherung sein kann. Das ist es nicht automatisch und nicht immer, das ist auch störend, das wird stört. Die Arbeitsrhythmen stört die, wenn man andere, wenn wir hatten zum Beispiel Vorsprechen, wo wir Kollegen von der freien Bühne mit reingeholt haben, als Beobachter sozusagen. Und am Anfang waren alle so, oh Gott, wie soll das denn gehen? Und nachher war es der Knaller einfach. Eine andere Logik, eine andere Sprache. Die sind dann mit reingesprungen auf die Bühne, haben mitgespielt, haben die Kolleginnen, die davor gespielt haben, denen die Angst genommen, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Und es war, sie haben das reflektiert, sie haben mitgeschrieben, haben Dinge gesagt. Das war super. Und es ist nicht leicht, sich manchmal diesen Themen auszusetzen, aber wir versuchen es jetzt. Und ich glaube, so die ersten Schritte sind gemacht, die ersten Berührungsängste, die ersten, aber wir sind da wirklich, das ist ein Prozess, das ist mir total wichtig zu betonen. Und wir brauchen auch die Kolleginnen mit ihrer Expertise, die uns sagen, was wir anders machen müssen. Also wir brauchen da natürlich auch die Auseinandersetzung, weil wir, das ist Learning by Doing. Und diese Frage, wo überall auch die impliziten Barrieren im Haus sind, architektonisch, aber auch in den Köpfen, da brauchen wir dann Luzi und Erwin und die Kollegen von der Freien Bühne, die uns das spiegeln, um daran weiterarbeiten zu können. Ja, dann können wir vielleicht in 5 Jahren nochmal ein Gespräch führen, ja, wie schon alles gelaufen ist. Gekommen sind. Ja. Ich habe jetzt nochmal eine Frage an Luzi Wilke. Sie ist ja eine der Schauspielerinnen, die ab dieser Spielzeit im Ensemble sein wird. Könnten Sie vielleicht oder du etwas über deine Laufbahn erzählen und wie es zu diesem Engagement gekommen ist? Wie bist du an die Kammerspiele gekommen? Hast du dich selbst vorgestellt? Wurdest du angesprochen? Und bei welchen Stücken wirst du jetzt in der nächsten Zeit dabei sein? Barbara Mundel hatte ja schon etwas erwähnt, aber vielleicht erzählst du da noch mal ein bisschen mehr drüber. Ja, meine Laufbahn, das war relativ nicht so geradlinig. Ich habe mit 9 eine Gesangsausbildung angefangen und mit 15 dann eine sprechtechnische Ausbildung. Und nach der Schule mit 18 habe ich 2-3 Jahre am International Munich Art Lab eine Bühnenausbildung gemacht. Und wollte danach dann eigentlich Regisseurin werden und habe dann einige Kurzfilme verwirklicht, habe mich an der HFF beworben, die aber nicht so offen waren gegenüber Studentinnen mit Behinderung. Und dann habe ich eigentlich immer in Performance-Gruppen mitgemacht und einfach so viel Erfahrung gesammelt, wie ich selbst konnte, habe mich auch sehr intensiv mit Schauspielerführung beschäftigt, allerdings eher im Hinblick auf Regie. Und 2017 habe ich dann bei einem Theaterstück mitgespielt, das hieß Fucking Disabled. Und das wurde dann viel diskutiert und hat mir viele Türen geöffnet. Danach war ich dann eigentlich permanent in Produktionen in der freien Szene bis jetzt. Und letztes Jahr und dieses Jahr habe ich auch noch an der Otto-Falkenberg-Schule ein Training mitgemacht. Jetzt gerade bin ich auch noch dabei. Das ist eine Schauspielschule in München, ne? Ja, genau. Wir sind ein gemeinsames Dach sozusagen. Otto-Falkenberg-Schule und das Theater der Jugend, die Schauburg. Ganz klar. Entschuldigung, Luzi. Ja, und dann bin ich, dann wurde ich tatsächlich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, im Ensemble der Kammerspiele mitzuspielen. Und genau. Und dann hast du noch dieses Solo gemacht, was ganz toll ist.
Ah ja, stimmt. Das ist halt natürlich so im Rahmen der ganzen Dinge, die ich in der freien Szene gemacht habe, habe ich Anfang des Jahres, ich habe Debütförderung bekommen von der Stadt München für mein eigenes Stück und habe zusammen mit Pavel Dudus ein Duett gemacht, eine Tanzperformance, und die haben wir auch Anfang des Jahres hier in München im Schwerer Reiter Theater präsentiert und werden jetzt auch an den Kammerspielen das Stück spielen. Da freue ich mich sehr. Das heißt Scores That Shaped Our Friendship. Und das ist jetzt das Nächste, was du machen wirst, und in welchen Produktionen wirst du eingebunden sein? Gibt es da schon Pläne? Ja, also ich fange jetzt im Oktober an mit den Proben für Effingers. Das ist ein Familienepos über mehrere Generationen. Ja. Eine jüdische Autorin, die in Berlin, also ja wirklich die Geschichte mehreren Familien bis zum Holocaust im Prinzip erzählt. Und der Roman ist quasi in einer Neuauflage jetzt erschienen, auch wirklich eine Entdeckung, und macht der Jan Bosse mit einem großen Ensemble. Meine nächste Frage ist dann nochmal an Barbara Mundel. Wie werden sich Ihrer Meinung nach die Strukturen an den Münchner Kammerspielen verändern im besten Fall? Wird zum Beispiel bei Produktionen, in denen Schauspielerinnen, Autorinnen oder Regisseuren mit Behinderung im Vordergrund stehen, werden die zum Beispiel im Programmheft oder in den Veröffentlichungen so explizit benannt, oder werden sie angekündigt wie alle anderen künstlerischen Produktionen? Das ist immer so ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Benennt man, dass Menschen mit Behinderungen beteiligt sind, oder lässt man das weg und das wird so oder so gehandhabt? Haben Sie da schon eine Meinung zu oder haben Sie das schon diskutiert? Ja, wir haben das schon diskutiert immer wieder. Meine eigene Haltung ist erstmal, das nicht zu regeln oder so. Ich will das auch eigentlich gar nicht so sehr an die ganz große Glocke hängen oder so. Das, was wir da tun, das muss man erstmal tun und dann kann man es an eine Glocke hängen oder so. Darüber, weil ich habe großen Respekt vor diesen Herausforderungen und denen auch gewachsen zu sein. Aber meine Tendenz wäre eher, es nicht zu labeln, so wie ich auch eigentlich Jugendprojekte nicht labeln will. Es ist oder mich eigentlich eher auch interessiert, die Menschen auf der Bühne zusammenzuführen. Das ist ja nicht nur Behinderung, Nichtbehinderung, das ist Alter. Alte Körper, junge Körper, es sind so viele Themen, oder so viele Menschen, die sich nur noch in ihren Communities bewegen, und die Berührung ist sowieso ein Problem und ein Thema heute, aber aus anderen Gründen, aber das interessiert mich eigentlich im Theater, daraus auch künstlerisches. Das hat ein hohes künstlerisches Potenzial, finde ich, auch ein gesellschaftliches Potenzial. Und also ich hätte eher die Tendenz, es nicht zu labeln, aber ich höre da gerne zu. Wir haben das auch noch nicht so mit Luzi, haben wir da zum Beispiel noch nicht drüber diskutiert. Ich glaube aber, mir selber würde das jetzt nicht einfallen. Luzis Duo oder dass sie jetzt mitspielt in Effingers, das ist so, wie es ist. Und so würde ich jetzt erstmal denken. Aber ich höre gerne zu und wir diskutieren da auch immer wieder auch über die Begrifflichkeiten kontrovers. Aber es ist auch ein schwieriges Thema. Ich würde es auch nicht labeln, aber ich sehe es auch manchmal ein, dass es getan werden muss. Also das ist wirklich eine große Diskussion, die schon seit Jahren geführt wird und die wird auch noch ein paar Jahre weitergeführt, denke ich mal. Wir haben es bei unserem eigenen Stück so gemacht, wir haben es in der Beschreibung, in der Stückbeschreibung nicht erwähnt, aber wir haben eine gemeinsame Künstlerbiografie reingeschrieben, noch in der es dann drin steht. Ah, das ist doch auch eine gute Idee. Wir diskutieren das dann mal, wenn es jetzt dann soweit kommt. Ne? Bitte? Wir diskutieren das auch nochmal mit euch, wie wir mit den Fragen umgehen. Ja. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an Luzi Wilke.
Was wünschen Sie sich längerfristig für Schauspielerinnen mit Behinderung? Wie könnte es zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass diese auf ganz vielen Bühnen zu sehen sind? Einen Moment bitte. So. Was wären die Voraussetzungen? Finden Sie zum Beispiel eine professionelle Ausbildung wichtig oder andere Ideen dazu? Ja, also natürlich wäre eine professionelle Ausbildung wichtig. Das wäre ja Grundlage für alles, glaube ich. Naja, es gibt natürlich Quereinsteiger auch, wie man ja jetzt hier auch sieht, aber ja, also man muss sich schon sehr durchkämpfen, wenn man keinen Zugang zur Ausbildung wirklich hat. Und wenn man diese Ausbildung hat, ist es dann leichter? Naja, dann hat man einfach mehr Werkzeug und mehr, also ja, das ist dann halt eine fundiertere Arbeit, wie weit man dann Engagements bekommt, ist ja wie bei allen Schauspielern eine andere Sache. Würdest du sagen, dass die Falkenberg-Schule, du hast jetzt so ein bisschen, bist ja so ein bisschen beteiligt, ja. Die Falkenberg-Schule, die Schauspielschule auch auf einem Weg und versucht das Thema auch durchaus im Gespräch manchmal mit uns, das Thema in die Schule zu implementieren? Würdest du sagen, die sind auf einem Weg? Ja, auf dem Weg sind sie schon, aber noch nicht angekommen. Das weiß ich ja. Wie ja. Niemand? Nein, aber es ist auf jeden Fall schon, also ich finde zum Beispiel, im Vergleich zu letzten Jahr hat sich schon einiges getan. Ja, super. Ja. Es wird sich in Zukunft auch einiges tun, weil auch die Theaterakademien jetzt, jedenfalls mit denen wir in Zukunft zusammenarbeiten, sehr bereit sind, dieses Thema aufzugreifen und mit uns Kooperationen auch eingehen werden. Da wird sich auch noch mal ganz viel verändern. Ja, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Nur ein kurzes Spotlight. Meinen Sie an wen, Luzi? Beide. Aber vielleicht fängt Barbara Mundel erstmal an. Puh, wo sehe ich mich in 5 Jahren? In Bezug auf diese Fragestellungen, die wir gerade diskutiert haben? Ja, genau. Also, der Traum ist sicher der Traum von einer großen Selbstverständlichkeit. Und das Begreifen, dass die unterschiedlichen Künstler, die zusammenkommen, ein großer Reichtum sind. Und so dahin zu kommen, sowohl mit den Strukturen, also mit dem, was hinter der Bühne notwendig ist, um das zum Blühen zu bringen, als auch mit den für das Publikum, das ist sicherlich das, was ich mir wünsche. Wovon ich träumen würde. Träume. Und Luzi? Ja, ich kann mich da anschließen. Also Sie hatten auch vorher gefragt, wie man so eine Selbstverständlichkeit erreichen kann. Also man muss es machen. Je öfter man es macht und je mehr Menschen mit Behinderung da sichtbar sind, umso normaler wird es. Und ich glaube, man kann da auch den Zuschauern sehr viel zutrauen. Meine Erfahrung ist, dass die Gewöhnung wahnsinnig schnell geht eigentlich und viel bringt. Und ich glaube nicht, dass sich Leute dann das ganze Stück lang fragen, oh, warum ist die Person jetzt im Rollstuhl? Also ich glaube, die Leute sind da auch sehr flexibel, wenn man es ihnen zutraut. Ja, dann danke ich euch beiden erstmal für das Gespräch und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.